Hallo meine Lieben und herzlich willkommen hier in meinem Telefon zu relativ später Stunde um 22.32 Uhr. Ich bin ziemlich müde, ich habe nämlich gerade gepennt, deswegen sehe ich so ein bisschen zerknautscht noch aus. Aber ich bin jetzt aufgewacht und fühle mich im optimalen genauen Zombie-Modus und deswegen heiße ich euch heute herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Death Road to Canada. Ich wünsche euch hoffentlich viel Spaß. So, ich habe schon ein Spiel gestartet und da wurden mir als heutige Hauptcharaktere, die es mal wieder nach Kanada versuchen, folgende vorgeschlagen. Nämlich einmal Mac. Ich weiß nicht, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Es ist so eine Mischung aus beiden irgendwie. Von der Haarfarbe wird es weiblich vermuten, aber das Gesicht sieht aus, als hätte es einen Bart. Name Mac. Mit Vorteil Mega Buff. Kann mir irgendjemand sagen, was das für ein Vorteil sein soll? Ich habe keine Ahnung, wonach das klingt. Und der Eigenschaft eines Kriegers. Hört sich auch ganz gut an. Und Buddy ist Me. Ist so eine Mischung aus verwirrtem, obdachlosen und Waisenkind. Irgendwie sowas in der Richtung. Also Vorteil, Mechaniker, das gut. Und Merkmal, irritierend. Wir nehmen es einfach mal so. Und ich wünsche euch da draußen viel Spaß. Und auch diese beiden Leute denken, dass sie ohne weiteres nach Kanada kommen. Und Kanada ein sicherer Ort ist, frei von Zombies. Aber das ist nicht so. Das wissen du und das wissen ich. Und hit the road. To start the journey. To start the journey. Also, to start the journey, the group decides to grab some supplies from a nearby location. Ich bin ja gespannt, wie viele Folgen von diesem Format ich hier noch aufnehmen werde. Und ob ich dann am Ende so diese wesentlichen Anfangstexte tatsächlich vielleicht auswendig werden können. In order to survive, also es geht jetzt um die erste Location. Also, wir haben zur Auswahl eine ruhige Fabrik, ein Haus an on the road. Ja, heute bin ich ein bisschen dumm im Kopf noch. Jahlmarkt. Ich würde sagen, wir probieren es vielleicht mit dem Jahlmarkt. Komm. The group spots an abandoned Jahlmarkt off in the distance. It looks like it's been looted, but maybe there's some untouched loot inside. Also, sieht natürlich schon relativ geplündert aus, aber wir gucken natürlich rein, weil wir haben nicht großartig viel anderes zur Auswahl und wir brauchen Essen, wir brauchen Waffen und wir brauchen überhaupt alles an Supplies. Swarm Size ist mild, Aggressionsgrad ist ein bisschen träge und wir haben es am Morgen. Los geht's! Oh nein, der hat einen Herzpullover an und wir haben ihn getötet, überfahren. Oh, ich habe glaube ich irgendein Abflussrohr, kann es sein? Die Haare, Alter, ne? Von, ich glaube, Mac oder so. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Egal. Wir gehen erstmal rein in den Idealmarkt. Ich finde es auch charmant, dass wir hier gleich mit einem Herz empfangen werden. So. Aber die sind ja wirklich sehr träge, ne? Da könnten wir vielleicht Glück haben. Yes. Medikit. Ist hier in den Kisten irgendwas drin? Nein. Ja, oh, ruhig gut. Ruhig gut? Sehr gut, wollte ich sagen. Ruhig gut. Wie gesagt, ich habe vor 15 Minuten noch geschlafen, ne? Also sich dann gleich hier ranzusetzen. Ja, Don't do it, honey. Also, ich merke gerade, dieses Abflussrohr ist tatsächlich einfach mal eine richtig, richtig gute Waffe, weil es ist lang. Du hast eine gewisse Distanzwaffe und es schlägt halt... Oh Gott, was ist das denn für einer? Wie sieht er denn aus? Und es schlägt halt richtig, richtig gut zu. Ein bisschen mehr Essen würde ich mir noch wünschen. Schneller! Nein! Ah! Hüpf! Deswegen laufen wir hier oben nochmal schnell rein. Ja, Toiletten ist ja meistens eher so semi. Deswegen laufe ich gleich wieder raus. Weil wir müssen ja nicht unnötig Zeit verschwenden. Lauf doch! Kannst natürlich auch stehen bleiben, ne? Ne, hier ist auch nichts. Lauf doch! Er bleibt heute einfach stehen. Das gibt's ja nicht. Gut, mehr gibt es hier nicht. Also Essen war ein bisschen dürftig. Aber dann machen wir uns einfach auf zur nächsten Location, ne? Schieben fröhlich den Einkaufswagen vor uns her. Ja, guck mal, Benzin haben wir schon mal. Das ist gut. Benzin ist immer gut.
Ah, ich sehe gerade, wir können tatsächlich auch immer noch mal zum Auto zurück und Sachen holen. Hast du gesehen? Wir waren gerade im Kofferraum drin. Hab ich so in der Form auch noch nicht ausprobiert. Naja, immerhin 5 Burger. 5 Burger ist jetzt nicht die Welt, aber gut. 30 Total Gas, 3 Medikits, das finde ich sehr gut. Naja, also, es war ziemlich ausgeglichen, sehr gut. Egal, weiter geht's. Oh, was? Grocery Trust Exercise. The group sets up camp outside a grocery store. They notice another group has been following them and will probably attempt to loot the place. Send one person in to loot. Also, ich glaube, warte mal. The group sets up a camp outside a grocery store. Also, wir wollen campen. Aber, eine andere Gruppe folgt uns. So, pass auf. Was machen wir? Me vorschicken, Mac vorschicken oder let them have it, avoid trouble? Du weißt ja nicht, was das für eine andere Gruppe ist. Ich glaube, ja, pass auf. Let them have it, avoid, ne, sämtlichen Ärger jetzt vermeiden. The group wisely chooses not... Oh, Leseskills sind heute echt nicht vorhanden, ne? The group wisely chooses to not get into a bit fight about some cans of food. Eben. Weißt du, gleich am Anfang irgendwie dicken markieren, ne? Ist vielleicht nicht so klug, ne? There will be other grocery stores with less humans to worry about. Also, wenn sich zwei streiten, ne, gibt meistens der Klügere eher lieber nach, ne? The group eats a decent meal. Okay. Das hätte jetzt keinen Sinn gemacht, wenn wir uns vielleicht irgendwie gekloppt hätten um einen leeren Store. Early morning zombies. The group spies a city from a distance. Aha. Also in der Distanz sehen wir eine Stadt. There's more undead than usual, but it's early in the day, so they should be groggy at least at first. Also so früh am Morgen, sie sind auch ein bisschen träge. Wir gehen, oh, Arcade oder Athletic Store. Also lesen ist heute echt überhaupt noch nicht meins. Oh Leute, kennt ihr das? Wenn ihr gepennt habt und gefühlt überhaupt vom Kopf noch nicht da seid... Deswegen ist es jetzt Zeit, einfach in die Muckibude zu gehen. Musst du nicht viel nachdenken. Einfach die Hand schwingen. Der sieht aber auch schon gut im Zombie-Status vorangekommen aus. Wir gehen jetzt einfach erstmal in ein Wohnhaus. Da ich mir dort ein bisschen was an Essen erhoffe. You know? In der Uhr vielleicht? Steh doch nicht im Weg rum! Himmel, Arsch! Siehst du, wie träge diese? Hast du gesehen? Der ist ja in der Zeitlupe unterwegs, Mann. So, hier hätten wir einen Hockeyschläger. Brauchen wir gerade nicht. Ich habe noch mein Abflussrohr. Wer weiß, was dabei durchgeflossen ist, ne? Vielleicht ist es ja irgendwie eins... aus dem Klo? Oh, so kleiner Raum ist immer schlecht. So kleiner Raum ist immer schlecht. Lauf doch! Himmelarsch! Gibt's doch nicht. Warum bleibt der denn ständig stehen, Mann? Gut, also, in diesem Haus gibt's tatsächlich nichts, was sich lohnt. Brauchen wir nicht länger rumgucken und Zeit vergeuden. Raus! Dann mal rein in den Sports Club. Gleich der Hockeyschläger am Anfang. Aber so, naja, sieht aus, als wäre jetzt hier trotzdem 1000 Kassen, ne? Mehr gibt's hier nicht. Ach, ist ein richtiger Sportladen. Kein... Ah, ja. Jetzt verstehe ich das. Es ist ein Sportladen, kein Gym. Oh, so eine Tröte ist auch geil. Also, ja. Ich nehme jetzt... Also, hier gibt's 1000 Waffen. Oh. Ach, scheiße. Ja. Keine Müsli-Riegel, gar nichts. Ach, das hat sich ja überhaupt nicht gelohnt, ne? Komm, wir gucken mal, ob wir hier unten irgendwie noch in ein Haus rein können. Warum läufst du denn nicht? Weiß ich nicht. Doch, da oben vielleicht in den Laden. In das Schubfach rein. Mann. Ich fühle mich auch wie ein Zombie. Gehirn. Ah! Naja, aber wir brauchen Essen, Leute, ne? We need food!
nix, raus, raus. Auch nix. Auch nix. Ist die Frage, gehen wir dann? Gehen wir, ja, komm. Die Location ist ein wenig ungeeignet, um Dinge zu finden. Ich habe den Eindruck, sie werden jetzt schneller. Geil, wir haben keine Burger gefunden. Wie viel haben wir denn noch? Wir haben nur noch 9 Burger. Wir verhungern gleich. Wir verhungern, wenn wir nichts zu essen finden. Also, what? Deer crossing? A deer has stopped in the middle of the road. It stares at the car. Wir haben ja eigentlich Essen. Pass auf. Was ist denn, wenn wir es überfahren? Was heißt denn Deer übersetzt? Google. Deer. Ein Hirsch. Wenn wir ihn überfahren, können wir dann überfahren den Hirsch essen? Run the deer over. Was heißt run? Run over ist doch überfahren, oder? Run over. Überlaufen. Ja. Max slams onto the gas and crashes. Ja! 9 Essen! Wir haben einen Hirsch erfahren. Ja! Dieses Tier kam wie gerufen. Es kam einfach wie gerufen, ne? Kurz vorm Verhungern schickt uns der liebe Gott einen Hirsch. Richtig geil. Also, Max slams onto the gas and crashes the car through the deer. The group doesn't know much about preserving game, but they clumsily cook some meat to pack into the car. Also, wir haben 9 Essen bekommen. Richtig gut. Mann, wo kam dieser Hirsch her? Ein Geschenk des Himmels. The car gets through, but takes some damage. Ja, gut. Aber wenn wir jetzt aufgrund von Essensmangel gestorben wären, ist genauso scheiße. Ne? Dann laufen wir halt nachher. Nach Kanada. Zu Fuß. Aber weißt du was? Ich werde jetzt ein bisschen wacher. Voll gut, oder? So, abends um 22:45 Uhr. Oh, was? Was? Also, Smelly Campsite. Oh, nicht schon wieder ein stinkendes Camp. The campground that the group sets up smells terrible. The source of the smell is a complete mystery. Also, wir haben wieder einen Ort, wo es stinkt und wo wir campen. Ja, wir tolerieren einfach den Geruch. Vielleicht gewöhnen wir uns ja dran. Ne? Oh, was ist das? The group endures the smell zone all night until passing out. Du wirst wahrscheinlich, wenn es stinkt, scheiße schlafen. Wobei ich mir denke, dass man sich ja irgendwann an den Geruch gewöhnt. Oder man ja hätte ein bisschen weiterfahren können. Weißt du, wie ich meine? Also so ein bisschen, naja, egal. Grenzwertig, warum die da überhaupt gekippt haben, ne? They are not happy in the morning, but they were at least able to sleep. Naja, siehst du, die Moral sinkt wieder mal ein bisschen. Und gegessen haben sie auch, aber sie haben ein bisschen geschlafen. Das ist gut. Jump it, man! Was? Suddenly a giant fissure erupts across the road ahead. It's big, super big. The asphalt buckles on either side, making for a pretty sick ramp. Was? Was ist denn eine giant fissure? Oh, ein riesen Riss! Ja, weil das Bild hat jetzt zu überhaupt nichts gepasst. Also, plötzlich reißt die Straße auf. Hier sind höhere Mächte heute am Werk. Erst schickt man uns einen Hirsch, wo wir doch fast Hunger leiden. Und dann kommt plötzlich ein großer Riss in den Asphalt. Also, Garnet, Bale, slam on the brakes. Was tun wir? Was heißt denn Bail übersetzt? Bail heißt Kaution. Und das heißt in dem Zusammenhang jetzt, aber Garnet heißt doch auch, drauf schießen, oder? Oh, Übersetzung von Google auch. Waffe ist. Garnet, Waffe ist. Also Garnet würde ich sagen, drauf schießen auf den Riss. Macht keinen Sinn. Bail auch nicht. Also slam on the brakes. Wir bremsen. Mac kicks over and slammed on the brakes. The group jams forward, buckling all over the seats and dash like crumbled dolls. Airbags hatte das Ding wahrscheinlich nicht, ne? The car is fine, but everything else hurts like hell. Also wir hatten jetzt einen Autounfall. Aber naja, wenn die Straße plötzlich aufreißt, was willst du machen, ne? Wir sind verwundet, uns geht's scheiße. Also, das sind schon mal wieder schlechte Bedingungen, um hier nach Kanada zu reisen, ne? Trading on the Death Road. Also, das Traders Camp brauchen wir gar nicht reingehen, weil wir haben eh nichts zum Eintauschen. Wir haben kein Essen.
Wir haben einfach kein Essen. Das heißt, wir fahren jetzt einfach weiter. Ignoriere das Traders Camp. Also, Recruitment of the Fittest. Oh, noch ein Landstreicher. Aber der sieht genau typisch aus wie ein Landstreicher, ne? So Mütze irgendwie. Ach, scheiße. The group finds a new person. Dilrai. Oh, ist auch ein Name, der heute perfekt zu meiner missratenen Aussprache passt, ne? He is alone and wants to join the team. Ja, ja, die wollen alle mitkommen. Wobei, könnt ihr euch auch an, ich glaube, das letzte Mal erinnern, diesen Typen von der Parkbank, wo wir dann einfach nur gesagt haben, oh, bald wird alles besser, dann wieder weitergefahren sind, war auch so eine arschige Aktion. Aber gut, Dilrai, wie spricht man das aus? Claims to be physically fit. He does a quick little dance. Yippie, war wahrscheinlich Freudentanz, ne? Then Dilrai drops saying to recruit him for more. Er soll einfach mitkommen. Ich hoffe, er bringt jetzt keine schlechte Stimmung rein. Vielleicht tanzt er uns ja mal ein bisschen öfters irgendwie was vor. The group accepts Dilrai to the team. Ein Scheißname. Dilrai joins the team onwards to Canada. Ah, gut. Aber die Laune von ihm ist genauso beschissen. Warum? Warum, warum? Also, stuck in a ditch. The car gets stuck in the ditch near a crappy dirt road. The group is close to the... Oh, nee. Siege Alert, Leute. Wir müssen wieder überleben. Aber keine ganze Stunde, sondern nur 0,7 Stunden. Also, the group is close to getting the car out when a roaming horde draws near. Now, they must distract the zombies from getting too close. Also, aber das Problem ist, der Siege Alert, also die Siege Length, ist relativ kurz mit 0,7 Stunden, aber die Horngröße ist groß. Try to survive, sage ich da nur, ne? Auf geht's. Ich bin ja gespannt, ob Dilrai irgendwas kann. Leute, das Ding ist, wir haben hier, glaube ich, einen Platz, wo wir auch gar nicht so viel hin können. Oh nein, wir sterben gleich. Überleben! Komm, 0,7 Stunden, das schaffen wir, das schaffen wir. Irgendjemand überlebt. Komm, wir laufen. Das Problem ist, ich versuche dann immer meistens hier so drumherum zu laufen. Die Ecken ausnutzen. Und immer mal wieder versuchen, einen wegzuklatschen. Oh, jetzt wird's eng. Hau zu! Nein! Scheiße, wer bin ich jetzt? Jetzt bin ich schon wieder der Neue. Ja, the siege is over, you can now try to escape, aber wir haben den ursprünglichen Oberhaupt haben wir verloren, haben wir geopfert. Ich will nicht mehr, ich muss raus, lauf! Yes, ich bin alleine, glaube ich, ne? Der Obdachlose, der zuletzt kam, hat schon wieder überlebt, ne? Kann es sein? Nein, Mii ist doch dabei. Ja, ja, dass die Laune jetzt scheiße ist, kann ich mir vorstellen. Wir haben jemanden verloren. Oh, aber Glimmer of Hope on the Death Road. Aber jetzt kommt wieder mein Hoffnungsschimmer. The group feels inspired after managing to survive that situation. They feel like they are getting the hang of this. Choose a reward for the group. Also, ich glaube, wir brauchen Moral und ein bisschen Gesundheitsheilung. Time heals all wounds, especially zombie bites. So, das ist nämlich ganz gut. Siehst du, die Moral jetzt mal ein bisschen wieder erhöhen. Zombie Point geearnt und was für ein Denglisch heute, ey. Zombie Watch. It gets late and there's no great place to camp. Solo zombies hobble around in the far distance and one might sneak up on the group while they sleep. Who should stay up on watch? Also, hier laufen jetzt vereinzelt ein paar Zombies rum. Wollen wir einen einzelnen absetzen zum Kämpfen? Oder was heißt das? Take shifts? Heute bin ich echt schlecht in allem. Take shifts. Aber... Take Shifts. Schichten machen. Oh, Schichten finde ich sehr gut, dass sich beide abwechseln. Aber meine Lieben, es geht im Leben nicht generell darum, dass man, wenn man sowas hier zum Beispiel macht, ne, dass man da besonders gut drin ist, sondern einfach, dass man Spaß hat. Das ist auch was ich euch da draußen so ein bisschen vermitteln will. Weißt du, ne? Also, schämt euch für nichts. Es gibt nichts, wofür man sich schämen muss. So, wir teilen uns jetzt in Schichten auf.
The group takes turns sleeping during the night. Me is very tired in the morning and Dilrai didn't sleep great either. Ja, das ist die Moral dann, ne, ist klar. Aber es wäre ungerecht gewesen, wenn du zu einem gesagt hättest, so, du machst jetzt hier die Wache und der andere wäre pennen gegangen. Das wäre dann auch sehr unausgeglichen gewesen. Sie sind da als Team jetzt, ne, mitgehangen, mitgefangen und müssen da jetzt beide ran. Und wir sind, guck mal, die Landschaft im Hintergrund verändert sich schon wieder. Also wir sind schon mal ein Stückchen weiter, aber wir haben nur noch 10 Burger. Das heißt, wir müssen zusehen, dass wir irgendwie mal wieder ein bisschen Supplies sammeln. Choose your fate. The group gets a peaceful moment to rest in a safe house. No zombies inside. With some spare time, they decide to cool it. Dilrai teach mechanic skills, me teach medical skills. Also, medical skills, die brauchen wir, das ist gut. Me teach Dilrai what she know. Oh, me is weiblich. What she knows about emergency medical care and semi-painless dentistry. Aber hier, semi-painless dentistry heißt möglichst schmerzarme Zahnheilkunde? Hatten wir auch schon, dass wir mitten auf der Death Row plötzlich Zahnschmerzen bekommen haben, ne? She doesn't know much about it. Was immer gut ist, wenn du sie beim anderen beibringen willst. It's completely useless lesson. Weil sie keine Ahnung hat, ne? Ist das jetzt sinnlos? Sehr gut, sehr gut. Also hat sich volle Kanne gelohnt. Nicht. Always be looting while driving on the death road, the group decides to make a stop for supplies. Also, keep driving past fishing cabins. Aber es blinkt. Aber was heißt denn Fischerkabinen, Dead Arcade? Blinken ist ja meistens ein schlechtes Zeichen, aber das reizt mich. The group notices a small row of fishing cabins past a river. Let's go fishing. You are out of luck if underwater creatures are having their own zombie apocalypse. Oh nein, stimmt. Unter Wasser können die auch mutieren. Also, Swarm Size ist moderat. Aggressionsgrad ist aber auch relativ ruhig. Und wir sind nahe des Sonnenuntergangs. Das heißt, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht direkt mitten in die Nacht reindödeln, weil sonst die Zombies naja, ein bisschen fresslustig werden. Hier waren wir doch nie. Sah aus wie ein asiatischer Zombie. Oh, wie geil ist das denn, Leute? Oh mein Gott, ist das cool. Hier waren wir auch noch nie an so einer Location. Ich will an den Schrank. Lass mich an den Schrank. Ah, verdammt. Meinst du, wir finden hier Essen? Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ah, ich habe keine Waffe mehr. Was nehme ich denn? Bedienen wir uns! Aber wir haben jetzt endlich mal jemanden hier bei uns, der auch ins Schränke reinguckt. Hast du das gesehen? Sonst haben wir... Oh Gott, die Zähne. Sonst sind wir immer mit jemandem zusammen, der uns die Arbeit machen lässt. Ne? Die sind alle sonst immer faul. Warum auch immer, ne? Schlagen nicht zu, machen nichts, überhaupt nichts. Ja, da können wir nicht reingucken. Ich habe schon wieder keine Waffe mehr. Doch, habe ich. Na, aber so sehr gelohnt hat sich das jetzt auch nicht, ne? Ah, wir können auch nicht angeln, ne? Hier gibt's nix. Verdammte Axt. Scheiße. Also Munition war jetzt gut, aber kein Essen. Und wir brauchen einfach Essen. Ich meine, guck mal, ja, Benzin ist gut, Benzin ist richtig gut. Aber kein Essen. Und unser Auto. Oh, unser Auto sieht scheiße aus. Wir müssen gleich mal gucken, wie da so der Zustand ist. So, Mechanic Service. The group finds a new person. Andre. Da dachte sich das Spiel, kommt, die ist heute eh dumm. Die kann eh heute nichts aussprechen. Schick immer die Charaktere mit den beschissensten Namen. He is alone and wants to join the team. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Doktor, oder? Wie spricht man es aus? Claims to be great at fixing cars in the Kinery. Das können wir gebrauchen, denn unser Auto raucht schon. Das ist gut, der kann gleich mitkommen und gleich losreparieren. He drones on about his lifelong passion for cars. Und bitte komm mit, denn wie du siehst, die Engine ist gleich im Arsch. Die Engine ist gleich im Poloch. Also, wir haben noch 12 Drivings vor uns.
Das wäre tatsächlich gut, ne? Aber, ne, 3 Leute, mehr Essen. Das heißt, wir müssen unbedingt in der nächsten Location Essen finden. Sonst kriegen wir langsam echt ein Problem. Wenn uns nicht wieder Hirsche vors Auto rennen, kriegen wir echt ein Problem.